Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder irgendwie was ganz Besonderes, denn wir spielen die Sims 4 traumhaftes Innendesign. Aber wir beschrieben unsere Kunden, indem wir einfach alle ihre Möbel klauen. Dafür habe ich diesmal mein Sim-Self rausgesucht. Und die wird natürlich erstmal direkt diese Karriere einschlagen. Ich bin sehr gespannt, inwiefern das funktionieren wird. Aber ich glaube, es könnte sehr lustig werden. Also, wir nehmen natürlich einen Job an. Das ist das Einzige, was wir machen können. Dann nehmen wir das doch an. Beginnt aber leider erst morgen. Deswegen würde ich sagen, ich wollte das Geld auch noch auf Null setzen, aber wir geben ihr... Nee, nicht keine Wände. So, wir geben ihr eine Decke. Wir können daraus erstmal ein Mini-Hausgrundstück machen. Und da stellen wir ein Bett rein. Mehr kriegt sie nicht. Einfach nur, damit sie nicht verbrennt. Weil ich bin ja ein Vampir. Nee, nichts. Willkommen in der Nachbarschaft. Kein Bock. Ich mag unambitionierte Sims nicht. Okay, gönn dir. Ist mir egal. Schlaf, bis morgen. Ah, ich lieb's. Ich habe vergessen, dass die Frau Durst hat, aber zur Not lutschen wir halt unsere Klienten einfach aus. Auf zur Arbeit. Also, wir klopfen natürlich erstmal an der Tür, weil wir müssen rein, weil sonst sterben wir. Okay. Wir sollen die Leute erstmal kennenlernen. Ist zwar optional, aber ist ja gut. Okay, die mögen ganz schön viel Zeug nicht. Dann schicken wir natürlich unsere Kunden weg. Welches Zimmer machen wir denn am besten? Schon das Wohnzimmer, oder? Toll. Schönes Feuerfoto. Ich muss 3 Fotos machen, damit die noch schön sehen, was sie hier für tolle Möbel hatten. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, man kann nämlich die Sachen einfach ins Inventar packen und die sind dann am Ende in meinem Inventar und die kann ich dann ja einfach verkaufen. Und wir nutzen aber das Budget natürlich ein bisschen aus. Keine Bohem-Deko, keine Raumfahrttechnik und keine Orgel. Wir machen das jetzt hier richtig ranzig, richtig schön. So, die Kunden können kommen. Das wird jetzt richtig schön. Ich hoffe, euch gefällt's. Aber ich kann nichts anderes machen. Ach Mann. So, wir präsentieren natürlich jetzt. Yeah. Kann ich mal gerade irgendjemand auslutschen hier? So, danke. Ja, hier präsentieren wir mal die Sachen. Ich stinke. Ich bin bereit, über die Veränderung zu reden. Oh, okay, Girl. Ich bin gespannt. So, was hält sie davon? Oh, sie findet es, glaube ich, kacke. Können wir ihn fragen? Gavin, dir gefällt's doch, oder? Oh. Was ist mit ihm? Oh, er findet es richtig scheiße. Er beleidigt uns einfach. Er hasst mich auch komplett. Schade. So, aber bei ihm kann ich jetzt auch um den letzten Eindruck... Ach ja, ich bin Vampir-Schleichgängerin. Mann, oh Mann. Sie finden es richtig kacke. Aber egal, dafür habe ich Geld gemacht. Gut, dann können wir ja schon mal einen neuen Job annehmen. Für Dienstag. Vielleicht können wir uns ja eine Dusche leisten. Wahrscheinlich können wir das. Wir haben einen Fernseher gekauft uns. Also gekauft. Geklaut haben wir ihn. Tada, die Sachen sind nämlich jetzt alle hier drin. Und man gönnt sich ja sonst nichts. So, eine Wand ziehe ich auf jeden Fall schon mal. Und ich kann ich die... Oh. Nein. So. Eine Dusche brauche ich. Obwohl, ich kann eigentlich sogar eine bessere holen. Wir haben ja ein bisschen Cash gemacht. Wir nehmen so eine richtig krasse Dusche. Weil ich brauche eigentlich so viel als Vampir. Ist ja ein Träumchen. Dann tauschen wir das Bett noch aus. Ist doch hübsch. Ich habe zwar noch kein Fenster, aber ansonsten alles, was ich zum Leben brauche. Und ich kann duschen. Und dann kann ich wieder den ganzen Tag schlafen. Warum ist es hier nicht direkt dreckig? Girl, schlaf doch einfach durch. Ein Vampir so, du musst eigentlich gar nicht schlafen, aber... Ich meine, theoretisch hätte ich sogar auch aus allen Räumen die Sachen klauen können, so. Aber wir sind mal fair und nehmen nur das aus dem Raum, wo wir dann auch dran arbeiten, ja? So, bis zum Arbeitsbeginn schlaf noch. Oder auch nicht. Dann chill. Warum wurde der Auftrag gelöscht? Ist doch jetzt nicht dein Ernst gerade. Nein, ich möchte nicht, dass Leute bei mir einziehen. Hallo? Wollmäuse, Aber warum stinkt sie denn schon wieder? Oh, sie lutscht einfach jetzt random Nancy Landgrab aus. Landgrab vor allem. Ja, dann gehen wir mal zur Arbeit, wa? Seit wann wohnt ihr hier? Sie mag Schwarz. Und Fitness. Und Gartenarbeit. Okay, geht mal weg. Ach doch, die wohnen hier, ne? Die wohnen wirklich hier. Lol. Okay, wir nehmen das Zimmer hier oben, weil hier gibt es viel, was wir dann klauen können. Also Schwarz, Fitness und Gartenarbeit, das kriegen wir hin. Die haben echt viel Zeug hier. Tut mir auch fast ein bisschen leid. Achso, ich darf die Wände nicht ändern. Schade. Guck mal, hier so ein schwarzes Laufband und Gartenpots. So, dann haben wir es doch erreicht hier. Großartig. Naja, kommt ruhig vorbei. Ich meine, ein Kind hat dann halt einfach kein Schlafzimmer mehr, aber das ist dann halt so, ne? Wow, ich glaube, denen gefällt es sogar wirklich. Nachdem ich jetzt eine lange Zeit über die Renovierung nachgedacht habe, hasse ich sie immer noch. Besten Dank dafür. Geil. Okay. Sie möchte schon um Urteil bitten. Sie ist, glaube ich, nicht so begeistert. Was ist mit ihm? Ich glaube, ihm gefällt's. Nice. Perfekt. Was ist mit euch denn passiert? Kurz eingesperrt oder was? Ihm gefällt's? Ihr nicht?
Ihm auch nicht? Ihm auch nicht. Aber wir haben trotzdem Geld bekommen. Also, das wird, glaube ich, ganz gut laufen. Ja. Soll jetzt hier kein besonders hübsches Haus werden oder so. So, wir machen jetzt hier alle Necessities rein. Hier einen Staubsauger kriegt sie. Mal wegen der Wollmaus. Chill mal draußen kurz. Ja, das ist doch was hier. Guck, farblich, wenn wir das auch nochmal anpassen. Skill-Building-Item ist immer wichtig. Was zum Spaß haben. Wir haben jetzt keinen Tisch, aber... Ich meine, wir essen sowieso nicht. Was haltet ihr von meinem kleinen Haus? Also, ich finde es großartig. Es hat alles, was man zum Leben braucht. Ich glaube, das reicht schon, um euch zu demonstrieren, wie lustig diese Scheiße ist. Ich habe innerhalb von 30 Minuten, und ich hätte es sogar noch schneller schaffen können, einfach ein Haus gebaut mit allem, was man braucht, und ich hätte sogar noch Geld über. Einfach nur, weil ich Leute beklaut habe. An sich ist die Karriere ja super süß. Aber so ist sie natürlich nicht gedacht. Da gab es anscheinend ein Oversight. Aber es ist schon witzig. Also wenn ihr mal Bock habt, könnt ihr das ja selber ausprobieren. Vielleicht läuft das bei euch ja noch besser. Es kommt ja auch drauf an, bei welchem Haushalt man dann immer landet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!